Stefan Schwarz bei uns. Wie sehr hat er sich gewünscht, dass das heutige Spiel nur 74 Minuten dauert? Ja, also ich meine, war klar gewesen, gegen wen wir heute spielen, dass Trier der absolute Favorit hier ist. Wir wollten einfach ein bisschen ärgern und haben versucht, lange das 0-0 zu halten und vielleicht irgendwann durch Konter Nadelstiche zu setzen. Mit ein bisschen Glück hätten wir, oder wenn wir ein bisschen abgewichster wären, hätten wir vielleicht dann echt ans 1-0 machen können. Und dann hätte ich mal gern gesehen, wie nervös die Trierer dann geworden wären. Die haben natürlich stark nachgewechselt dann auch und dass wir nachher dann abbauen konditionell, dann haben wir auch noch ein paar Jungs eingewechselt, die es einfach verdient haben, dann auch mal gegen so einen Gegner vor so einer Kulisse hier zu spielen. Und von daher, wir wissen es schon einzuschätzen, aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr geärgert. Nichtsdestotrotz, das ist Ihrer Mannschaft lange Zeit gelungen. Die anfängliche Scheu hat das Team schnell abgelegt und war dann gut in Zweikämpfen, oder? Genau, ja, also ich sag mal, am Anfang hat man schon gemerkt, dass sie ein bisschen die Hose voll hatten. Aber das hat man dann abgelegt, das haben wir auch dann gefordert, dass die Jungs einfach sich mehr zutrauen, Fußball spielen. Und die können auch Fußball spielen, die können auch schön kombinieren. Aber auch nur dann, wenn sie sich halt auch wirklich trauen. Ne? Und ja. Kann so ein Spiel wie heute was bringen, auch für den Bezirksliga-Alltag, oder muss man das komplett trennen? Ja, also wir trennen das schon eigentlich komplett. Wir gehen halt auch wir haben eine lange Verletztenliste und gehen auch ziemlich auf dem Zahnfleisch. Und ich bin einfach auch tierisch froh, dass jetzt sich keiner mehr noch ernsthaft verletzt hat. Jetzt müssen wir am Freitag nochmal ein bisschen die Beine lockern und dann am Wochenende gegen Buchholz zählt natürlich. Wir müssen jetzt gucken, dass wir endlich mal in den ersten Dreier landen und dann, dass wir dann in der Bezirksliga endlich in die Spur reinkommen, weil wir haben es echt langsam verdient. Wir hatten die ersten drei Spiele, so dumm es sich anhört, wir haben einen Punkt jetzt und das ist einfach viel zu wenig, weil wir hätten viel mehr verdient gehabt, wenn wir die Kiste treffen würden. Und da müssen wir halt jetzt einen Hebel ansetzen.